Ja, Rafim schreitet über das Schiff und streicht über schönes alanfanisches Holz. Oh, so ein schönes Schiff. Kennt ihr euch aus mit Schiffen, Rafim? Oh ja, ich habe auch schon auf Schiffen gedient. In den letzten 2 Jahren oder früher? Ja, beides. Das hat gab eine Seeschlacht. Habt ihr das nicht mitbekommen? Doch, ich habe davon gehört, aber ich dachte nicht, dass ihr daran involviert sein würdet. Ich dachte, ihr passt auf den Granden auf und der bleibt schön sicher an Land. Ja, der hat mich geschickt, um auf seinen... Erst sein Neffe von seinem... Doch, keine Ahnung, der Bastard war irgendwie mit ihm verwandt und ich sollte auf den aufpassen. Okay, er hat irgendwie Wert auf ihn gelegt. Frag mich nicht, wie die verwandt sind. Er hat es mir einmal erklärt und wollte es mir nicht ein zweites Mal erklären und ich habe nicht mal die Hälfte verstanden. Das ist wie wenn Boltax anfängt, dir zu erzählen, wer von wem abstammt und warum. Ich wundere mich darüber sehr, Rafim. Wie kann es sein, dass du dieses Schiff hier so schön findest und die Seeadler, die eine gleiche und deutlich überlegene Bauweise aufweist, nicht? Da stehen wir nicht falsch, es ist sicherlich solide gebaut, aber es ist sicherlich langsamer. Ja, das erkennt man doch. Das hat alanfanischen Charme. So wie ich. Das spricht von Heimat. Verständlich, verständlich. Ja, wir haben gegen die Horasier sind wir ins Feld gezogen. Und wie lief das so? Ah, das hab ich ziemlich in den Hanker mitbekommen. Ziemlich scheiße, ehrlich gesagt. Die Schiffe von denen sind besser. Die haben uns ziemlich zerschossen. Habt ihr es im Kriegshafen gesehen, als wir auf der Seeadler waren? Da lag so eine, wie heißt das, Schifonelle, glaube ich. Ein riesiges Teil. Ja, also im Nahkampf konnten wir sie niedermachen, aber gegen die Ferngeschütze haben wir keine Chance. Wurde zwar zu Hause als unentschieden verkauft, aber ich glaube das nicht. Wir sind mit so wenigen zurückgefahren. Die haben uns da ziemlich weggeschossen. Aber war ein schöner Kampf, also da konnte man nicht meckern. Ulamin schielt mal zu Abelmir, ob sie ein selbstgefälliges Lächeln bei ihm entdeckt. Ich gucke relativ neutral, weil... Also der Kampf war wunderschön, ich habe sogar ein Schiff angezündet. Alleine? Also nicht ganz, also ich war der Einzige, der wieder rausgekommen ist, aber es sind andere mit reingelaufen. Ich schätze, das zählt als alleine. Ja, es war ein ganz, naja, also es war kein, nicht so gut wie dieser Urlaub, aber es war auch ganz nett. Und dann musste ich ja wieder zurück zu Gordo. Der hat übrigens ganz tolle Tattoos, wusstet ihr das? Er hat so Tattoos, die sich verändern. Aber er wollte mir nicht sagen, wo er die her hat. Ich schiebe mal zu Isarun. Ja, das ist ein Pferd. Hat man schon was gehört? Das ist ein Pferd und das bewegt sich. Ich weiß nicht, ob man das auch magisch machen kann, aber vielleicht sind sie Kamal. Vielleicht hat er das in einem Tempel machen lassen. Könnte noch ein Paktmal sein. Ja, er ist sehr reich. Also das hätte Rafim ja sicher mitbekommen. Außerdem wäre er dann schon lange gestürzt worden. Von irgendeinem seiner Verwandten. Dem anderen Polygon mit einer Menge Paktmalen vielleicht. Ach, ein Pakt ist eine Schwäche in Alanfa. Wenn du so schwach bist und dich einem Dämonen unterwirfst, überlebst du da keine 2 Tage. Eine gute Einstellung. Unsere Boron-Geweihten sind nicht so wie die euren. Das ist ein harter Haufen. Aber jedenfalls, Rafim, wenn dir seine Tattoos gefallen haben, ich könnte dir sowas auch machen. Wirklich? Da! Willst du auch haben? Dass sie sich so bewegen? Ja, mit dem Segen der Göttin. Ich kann natürlich nicht versprechen, dass sie, den gewissen Funken hinzugibt. Aber ich kann sie drum bitten. Haben wir dafür Zeit? Dafür haben wir doch Zeit, oder? Wir werden Xeran töten und ich werde zum Greifenfest wieder zu Hause sein. Ja, da haben wir Zeit für. Super, ja, aber wir haben ja noch Zeit bis zur Abreise, oder? Ihr müsst doch noch warten, dass die Artefakte fertig werden und all das. In der Tat, es wird wohl noch 1-2 Tage dauern. Ja, und ich wollte mir dieses Djinn-Schiff noch anschauen. Was? Siehst du, Jalan, willst du auch ein Tattoo? Nein, aber dann gehen wir doch ein wenig durch den Kriegshafen. Vielleicht können wir die soll man ja bewundern.
Wenn ihr durch den Kriegshafen geht und von Ogdans Schiff in Richtung der Sulman schreitet, könnt ihr tatsächlich jemanden erkennen, der mit straffem Schritt auf euch zukommt. Ihr habt die Person schon mal irgendwo gesehen. Ihr seid nicht ganz sicher, ob euch das Gesicht bekannt kommt, aber an irgendjemand erinnert er euch. Ungefähr 50 Jahre. Und er kommt dann auf euch zu und gibt euch die Hand. Ach, endlich. Ich hatte gehört, dass ihr auf der Seeadler wart. Ihr hattet euch wohl verpasst. Schön, schön, schön. Ja genau. Schön. Schön, dich kennenzulernen. Sehr, sehr erfreut mit mein Vetter hat mir so viel von der mein Vetter hat mir so viel von der Schlacht erzählt. Ja, faszinierend, euer Vetter. Ja, Ludolf. Pferdlingen, daher kommt ihr mir bekannt vor. Ja, richtig. Boronhard, ihr erinnert euch nicht? Verzeiht, mein Gedächtnis nicht ist im nicht geringsten. Was es mal war. Ich habe keine Ahnung, wer ihr seid. Noch nicht begegnet, mein Vetter hat mir so viel von euch erzählt. Er hat mir berichtet, wie ihr gefochten habt in der Schlacht in den Wolken und dann vor Werheim noch und wie ihr ihn kennengelernt habt und wie ihr dann auch noch sein Vater, also das ist schon etwas verquickt, aber naja, bleibt ja in der Familie, wenn ich darüber rede und naja und das ist mir erst hinterher aufgefallen, dass ihr ja auch schon mal an Bord von uns war. Das habe ich dann hinterher mitbekommen so und damals kannte ich euch ja noch gar nicht, aber dass die Götter uns so einen Streich spielen. Ich habe keine Ahnung, wer ihr seid. Tut mir leid. Er ist der Neffe von Ludolf von Wertling. Und Boronhard von Wertling. Und ihr dient auf der Seeadler? Habe ich das richtig verstanden? Jawohl. Fräulein. Ja, das ist ja schön für euch. Nun, wer ist das so für euch? Naja, jetzt wo Sari nicht mehr da ist, Das ist aber schon lange her. Ja, schon. Ich habe nicht viel mitbekommen. Ich weiß, dass sie von Maraskan runtergegangen ist als Navigatorin und jetzt bin ich der Einzige. Aber ich bekomme das hin. Ja, also ich habe auch nur gehört, dass man in euch volles Vertrauen haben sollte. Ein Wertling. Naja, ich meine, ihr habt den Vater von Ludolf besiegt, Udalgert, aber ansonsten ach, der sind Mann wir in der sehr, Rüstung. Sehr reichstreu, ja. Ach, das ist halt die Rüstung, die mein Elementar aufgebrochen hat, oder? Ja, richtig. Ah, eine sehr schöne Rüstung, also das Material, aus dem sie gefertigt war. Die Rüstung selbst mit den Stacheln innen. Ah, ich denke, das sind Details, die der Junge nicht hören muss. Er schaut dabei so ein bisschen an Abelmirs Schienen entlang und ihr so ein Schwert. Ja, ihr wisst das ja, wie das läuft, ne? Vom Feind geplündert. Ja, richtig, genau. Ich wollte euch nur einmal selber die Hand geben, weil ich dazu noch nicht die Gelegenheit hatte. Ich bin ein großer Bewunderer eurer Kunst. Nun, es ist immer schön, euch zu treffen. Vielleicht werden wir uns sogar eine Weile lang sehen, während wir mit euch fahren. Ja, das hoffe ich. Das hoffen wir auch. Das hoffen wir nicht. Wir sind uns noch nicht ganz einig. Ihr müsst wissen, wir sind nicht unbedingt freundlich aufgenommen worden. Ihr seid der Erste von der Seeadler, der sich zu freuen scheint, uns zu sehen. Vor allem sind sie wohl verbittert, möchte man meinen. Aber eigentlich sind sie aufrechte Streiter allesamt für das Reich. Auch wenn wir mittlerweile allesamt verbrämt sind aber und die Häfen nicht mehr anlaufen dürfen. Sind wir alle straffe, aufrechte Söhne und Töchter der Götter. Ich glaube, ihr braucht einfach mehr Maraskaner auf eurem Schiff. Die haben diesen positiven Blick auf die Welt. Sagen wir mal, dass die Welt schön ist. Halt die Klappe. Ja, das haben wir auch eine Zeit versucht, aber der Kapitän hat sich mittlerweile dagegen entschieden, weil sie so laut und herrisch sind und sich nicht unterordnen wollen, sondern das tun, ja, was auch immer sie tun. Und ob das wirklich Einsatzfreude ist, was sie verbreiten. Aber sag mal, ich nehme übrigens wir gehen irgendwie ein bisschen stehen, ist nicht aber nur blöd. Aber sag mal, was ist dein großer Plan, den Sanin und die anderen aushacken? Wisst ihr das? Ich meine, ihr habt doch angeheuert bei uns, oder nicht? Noch nicht. War doch bei ihm in der Kajüte. Wir prüfen gerade noch alle Möglichkeiten. Aber jedes Mal, wenn wir den Norden oder Mendene oder Xeran ansprechen, wird Wilbur blass wie sonst nichts. Ja, das verstehe ich nicht. Wir wollen ja gar nicht nach Mendene. Wir fahren ja dran vorbei. Also, lasst hören, was ist der Plan? Ja, wisst ihr nicht, dass es nach Ilso geht? Hat er euch das nicht erzählt? Nach Ilso? Nein, was habt ihr da vor? Rettungsmission.
Wir bringen Krieger und Soldaten darüber. Wird dieser denn noch gehalten? Noch ja. Wir haben das. Also, die meisten vermuten jetzt, dass. Naja. Schaut euch so ein bisschen an. Wägt jetzt ab, ob er das sagen darf, sagen kann. Jetzt in meinem Vertrauen gewinnst, das Lächeln auf. Ja, ihr könnt alle mal irgendwas würfeln, ich überlege gerade. Heilkunde Seele. Ihr dürft jetzt seine negativen Eigenschaften dürft ihr triggern. Liturgiekenntnis, Preisvertrauen, nee. Ja, ich war mal geweiht. Sulamin würde ihn ihm freundlich zulächeln und ihm sagen, ja, da tut ihr auf jeden Fall ein gutes Werk. Kann ich das auf Abrechten ableiten? Nein. Ich weiß, ihr könnt uns auf jeden Fall derlei Dinge verraten, denn wir haben ja die gleichen Feinde und unsere Steckbriefe hängen in Xeranien an jeder Seite, an jeder Ecke. Ja, das, was ihr so sagt, scheint ihn nicht zu erreichen, außer das, was Zulamin da wohl gerade triggert. Und zwar sein Verständnis für Moral, für Göttertreu und dass einfach das Richtige zu tun ist. Ja, also stimmt schon. Nee, wie gesagt, Ilso wird belagert, das ist schon seit langer Zeit, aber wir haben die Vermutung, dass wenn der Krieg sich jetzt mit Helmer Hafax und mit Xeran weiter aufbäumt und irgendwann Hafax über die magische Grenze schreitet, wie sagt man so schön, wenn er über die Tobi Mora überquert, dann kann sich alles ändern und da wird sicherlich auch Ilso fallen. Man weiß ja nie, was Helmer Hafax vorhat. Oder Xeran. Und deswegen wollen wir die Stadt verstärken. Ja, gibt ja ein großes Heiligtum da. Die Quellen der Piraine, nicht wahr? Ja, genau. Nun, ist ein übliches Ziel, aber auf die eine oder andere Weise, selbst wenn wir mit euch fahren, werden wir euch nicht bis dahin begleiten können. Wir haben anderes vor. Ja, aber wir brauchen noch starke, große Krieger, so wie ihr. Das ist richtig, aber wir zielen ein wenig höher auf den Buckligen selbst. Ja, nee, wie gesagt, mit denen laufen wir selber nicht an. Ja, das haben wir bereits erfahren. Das ist ja echt schade, dass ich nicht mal mit euch segeln kann. Ich hatte mich so gefreut, dass ich das gesehen hatte oder das gehört hatte und dass ich dann auch mal Luda davon erzählen kann, dass ich mit euch umhergezogen bin. Ach, aber sieht es einmal so, das wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Immerhin habe ich ja dem grauen Mann versprochen, dass ich mich die Zerwürfnisse in der blutigen See kümmern werde. Was du nicht für Versprechen abgibst. Ja. Jedenfalls noch ist ja nicht aller Tage Abend. Es könnte sein, dass wir uns von Mendena aus bis nach Ilsa durchschlagen müssen. Dann wird es sicherlich eine Freude sein, eure Segel zu sehen. Von Mendena nach Ilsa? Ja, okay. Also, ich kenne mich mit der Kriegsführung nicht aus. Ich kann zwar navigieren anhand der Sterne und auf der See und so, aber... Ja, vielleicht sieht man sich da ja sonst auch. Also wenn ihr dann abgesetzt werdet irgendwo mit einem Beiboot und dann fahren wir weiter nach Ilsur und dann tötet ihr kurz Xeran und dann kommt ihr nach Ilsur und befreit die. Ist auch gut. Ja, das war der Plan. Ja. Wir werden sehen müssen, wie die Sache aussieht. Ihr lasst das wunderbar einfach klingen. Ich mag euren Optimismus. So wie Ludal von euch berichtet hat. Aber gut, sagt, ihr habt nicht zufällig die Sulman im Hafen gesehen, mein... Vertikal herausgeforderter Begleiter hier, wollte sie sich gern ansehen. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist. Also die von außen, hoffe ich mal. Ja, von außen kann man das sicherlich machen, aber in den Kriegshafen kommt ihr trotzdem nicht rein. Also ich meine, Rafik Ibn Dahmani ist halt schon ein stattlicher Kapitän, aber er ist halt auch stolz und das ist halt auch nicht nur sein Schiff, sondern da haben ja so viele mitgearbeitet. Das ist ja eine eigene Akademie, müsst ihr wissen. Würde ich als Angehöriger der Grauen Gilde eventuell Vorlass bekommen. Pass auf, am Ende stellen die dich noch ein. Also, da müsstet ihr wahrscheinlich beim Zauber-Sultan selber vorbeisprechen. Na gut, dann machen wir das halt. Nicht jetzt. Er ist der Sultan. Ja, ich sehe da jetzt nicht so das Problem. Ach so, kennt ihr den auch schon? Ja, ihr seid Helden, natürlich kennt ihr den. Boltax, was hältst du denn davon? Wenn wir mit unserer Aufgabe fertig sind, kommen wir ja wieder hier hin und dann treffen wir den ja bestimmt, weil er uns gratuliert zu unserer tollen Heldentat. Dann kannst du ja fragen. Ja, na gut, aber ich hätte das jetzt, wo wir schon mal hier sind. Aber du hast natürlich recht, es eilt ja nicht.
Ja, ich glaube, das Schiff ist noch ein paar Jahre hier und du bist ja auch noch ein paar Jahre hier. Ja, genau. Also wir müssen nichts überstürzen und hetzen. Richtig. Wir sind ja keine Maraskaner. Ja, ja, gut, also wenn ich euch sonst noch irgendwie helfen kann, ich freue mich so. Wisst ihr, wo der Effa-Tempel ist? Da sollte sich Resovix Sturmtaucher aufhalten. Der könnte euch dann einsegnen und sowas. Ich glaube, er ist Taubentaucher. Er heißt Sturmtaucher, Boltax. Also das mit dem Haubentaucher habe ich auch schon öfter gehört. Sagt ihm das bitte nicht. Jedenfalls, Effard, ich glaube da hinten in die Richtung, das Waffen, ja, aber Effard. Der Tempel der Neuen Flüsse, in die Richtung. Ein prächtiges Gotteshaus, weiß das Alabaster, ist das so. Gibt sogar dunkle Scheiben, da kann das Tageslicht durchfallen. Ja, dann wisst ihr, wo es hingeht. Wollt ihr mitkommen? Ja, es macht doch Sinn, direkt dahin zu gehen. Also, da wir haben zu tun. Und wir werden doch so oder so eine Schiffreise machen. Und es ist sicherlich sinnvoll, uns einsegnen zu lassen, oder? Voltax, du wirst dahin gehen. Du wirst diesen Mann Haubentaucher nennen und er wird dir dafür zünftig ins Gesicht treten. Ich muss kein Hellseher sein, um dir dies prophezeien zu können. Ich würde ihn gerne fragen, ob er Sturmtaucher oder Haubentaucher heißt. Voltax, er heißt Sturmtaucher! Also, ihr habt auf jeden Fall das Temperament eines Effard-geweihten Jalan. Resurik Sturmtaucher, relativ sicher. Okay. Am Ende wollt ihr ihm noch erklären, dass er Schnattermoor heißt oder so? Ach, Jalan, jetzt werdet ihr aber unfreundlich. Es war eine Freude, euch kennenzulernen. Mann, dessen Bruder, mit dem wir zu tun hatten, ist viel Spaß bei eurer Seereise, aber wir müssen jetzt weiter. Ja, Boranhard. Und wenn ihr mal in Gareth seid, kommt uns doch in unserer Villa besuchen. Genau, da wo ein Chortempel unten im Keller ist, da müsstet ihr eigentlich immer reinkommen. Das alte Haus der Meersings. Ja, aber wir müssen jetzt auch wirklich los. Ja, ich entzieh die anderen da weg. Komm schon, Boltax, ja, wir zeigen dir schöne Sachen. Ja, ein netter Mann. Meine Herren, ich habe nachgedacht. Ja. Tatsächlich. Mir gefällt Ogdans Schiff nicht. Ich meine, versteht mich nicht falsch, das Schiff an sich gefällt mir, aber mir gefällt sein Handel nicht. Wenn irgendwie Korn und Seide und Waffen liefern würde, das wäre eine Sache. Aber Menschen. Labere, natürlich gefällt uns sein Handel nicht. Aber Sklaven nach Mendina zu verkaufen? Ja, weiß das ist nicht. Doch genau der Sinn der Sache. Unsere Tarnung muss so gut sein wie möglich und nicht so schlecht sein wie möglich. Das meine ich nicht. Ich bin eher der Ansicht, dass Ogdan weg muss. Ja, meine, das ist ja auch kein Problem. Also wollt ihr ihn mitten auf der See abstechen und das Kommando übernehmen? Vielleicht. Aber gut. Das ist jetzt ja kein Aufwand. Ein Vielleicht genügt mir nicht. Vielleicht entscheidet ihr euch, bevor wir an Bord gehen, deswegen ob ihr euren alten Freund töten wollt oder nicht. Deswegen spreche ich mit euch. Ja, lass ihn über die Klinge springen. Ich habe da überhaupt keine Bedenken. Ich bin nicht sicher, ob seine Mannschaft auf uns hören würde, wenn wir ihren Kapitän abstechen würden. Ich auch nicht. Also, ich meine, ist das vielleicht ein Problem, das wir später lösen können? Weil wir müssen uns jetzt dringend um die Kröte kümmern. Richtig, aber später könnte die Gelegenheit verstrichen sein. Ich glaube nicht. Mir gefällt eine Sache an eurem Plan. Er ist konsequent. Ich bin nicht glücklich mit dem Sklavenhandel, den er betreibt, aber indem wir einfach nur ein anderes Schiff nehmen, ändern wir nichts daran. Würde die Sklaven, von hier nach Alantra schiffen, dann würde ich es noch akzeptieren können, aber nach Xeranien? Ganz meine Meinung. Aber vor allem, die sind nicht so wie die aussehen, die sind nicht zum Arbeiten da, das könnt ihr euch überlegen. Ich möchte mir lieber nicht überlegen, für was sie da sind. Aber auf Maraskan hat man die gegessen. Also ich weiß ja nicht, wie viel Besatzung so ein Schiff hat, also wie viele Soldaten normalerweise auf so einem Schiff fahren würden? Normal kannst du 10 Mann pro Mast rechnen, plus was auch immer sonst noch rumkriegt. Ja, also es gibt eine Berechnung dazu, aber du kannst dir vorstellen, dass jetzt auf dem Schiff 200 Leute sind. Eher mehr. Also seine gesamte Mannschaft umzubringen wird schwierig. Selbstverständlich, okay. Wenn es eine Sache wäre, einen Menschen von hinten abzustechen, dann würde ich euch nicht fragen, dann würde ihn das einfach tun.
Das kann übel ausgehen, wenn wir auf hoher See sind, ihn umbringen und es nicht schaffen, seine Mannschaft unter Kontrolle zu bringen. Beziehungsweise nicht genug umzubringen, dass der Rest für uns kuscht. Eigentlich müssten wir das Schiff versenken. Vor allem denkt ihr wirklich, wenn wir ihn überwältigen, wir verlassen das Schiff, der zweite Offizier wird Kapitän und macht genau das Gleiche. Deswegen sagen wir es ja gerade, eigentlich müssten wir das ganze Schiff versenken. Ja, aber dann sind die Sklaven ja schon in Serranien angekommen und dann haben wir auch nichts verändert. Nun, es ändert, dass der nächste Satz Sklaven nicht nach Serranien kommt. Oder glaubst du, der hört nach dieser Fahrt auf? Nee, natürlich nicht. Aber ich glaube, wir müssen da jetzt ehrlich gesagt einfach mal die größeren Ziele im Auge haben. Und der wird nicht der Einzige sein, der das macht. Vielleicht könnten wir Sarnin davon überzeugen, sich auf ein Seegefecht einzulassen. Mit Ogdan? Mit Ogdan. Ja, und dann töten wir 200 seiner Männer. Moment. Und dann können wir auch gleich mit Sarnin fahren. Moment, nein, aber während wir auf dem Schiff von Ogdan sind, praktisch als Doppel. Und versenkt er das Schiff? Die Sklaven kann er meinetwegen schon heilen, da sind sie auf jeden Fall besser aufgehoben. Und die Sklaven können ja auf Sarniens Schiff, der sucht ja immer Leute. Richtig. Und die Ware kann er notfalls versetzen, ein Geld braucht er auch. Klar, so werden wir nicht mit Ogdans Schiff nach Mandena hineinkommen, aber den Göttern wird es gefallen. Also ich glaube, wir sollten uns auf Ceran konzentrieren. Wir sollten aufpassen, Rafim, dass wir nicht zu weit hinabrutschen in unseren Methoden. Wir haben schon genug fragwürdige Dinge getan, wir müssen nicht noch diese auf uns laden. Ja, was meint ihr denn, was passiert, wenn ein Schiff wie die Seeadler so ein Schiff angreift? Was ist die Seeadler für ein Schiff? Die Adler sind eine Galeasse der Perikum-Klasse. Und was macht so ein Schiff? Rammen. Und was meinst du, was passieren wird, wenn er mit der Seeadler seitlich in dieses Schiff reinfährt, wie es eigentlich gemacht werden soll? Die werden alle elendig ersaufen. Da wirst du keinen retten können. Deswegen sind wir hier da, um dafür zu sorgen, dass das alles einen gütigen Ausgang hat. Wie willst du denn? Weißt du eigentlich, wie da so ein Schiff von unten aussieht? Ja, Rafim, ich weiß, wie so ein Schiff von unten aussieht. Die sind da alle festgekettet. Ja. Wie willst du die denn da loskriegen, wenn er da seitlich reinfährt? Das Schiff wird sinken wie ein Stein. Das bricht in zwei Hälften. Ich habe noch einen Vorschlag. Er löst nicht das Problem, wie wir nach Mandena kommen. Aber eventuell das Problem mit Ogdan. Vielleicht könnten wir ihn, solange wir noch in Kunchum sind, alleine zu fassen kriegen. Ihm mit dem Tod drohen und ihm sagen, dass er dieses Schicksal vermeiden kann, wenn er einen heiligen Eid ablegt. Dass er keine Menschen mehr an die Heptarchien verkaufen wird. Wenn er den Eid nicht ablegt, was machen wir dann? Ihn töten? Man sollte keine Drohung ausstoßen, die man nicht bereit ist umzusetzen. Einen Eid unter Zwang einzufordern, gefällt Pryos auch nicht. Aber wenn wir ihn doch wenn ihr ihn doch zum Seegefecht herausfordern wollt, warum marschieren wir nicht einfach zum Chortempel, besorgen uns 50 Söldner und stürmen sein Boot? Und Jalan, ihr seid ja kein Pryos-Geweihter mehr, also. Das heißt nicht, dass Pryos nicht trotzdem auf meiner Seite ist. Also, weil ich seinen Prinzipien nicht mehr folge. Ich bin auch nicht sicher, ob ein Eid unter Zwang bindend ist, aber ja, ich suche irgendwie nach Lösungen, wie wir den Schaden begrenzen können. Ja, dann müssen wir es stürmen, während er im Seehafen liegt. Wenn wir es stürmen, während es auf der See ist, dann werden die sterben wie die Fliegen. Wenn ihr es wirklich von ihm wegnehmen wollt und ihr wollt die Leute retten, wartet, bis er seine Mannschaft saufen lässt, dann stürmt er rein, tötet ihn und die Anführer. Fertig. Befreien die Sklaven, versenken das Boot. Ja, wieso willst du das Boot denn versenken? Oder behalten wir es eins von beidem? Ja. Kann er seine Sklaven nicht einfach nach Al-Anfa verkaufen wie normale Leute? Ich glaube, da hat er sie gekauft. Ich denke eher, dass er in Al-Anfa seine Ware bekommt. Genau. Aber wenn wir das stürmen, ich weiß nicht, wie gut das gesehen ist. Weil er ja eigentlich friedlich im Hafen liegt. Ich meine, ich glaube, du hast gute Kontakte hier, deswegen könnte das wohl klar gehen, aber... Oh, ich kann mir die Gerüchte schon vorstellen. Erle angreifen und sticht deinen alten Freund im Mutflusshafen ab.
könnten wir die Obrigkeit auf ihn aufmerksam machen? Ich denke, wir wissen das. Glaub mir, die sind sehr viel besser bestochen, als wir es uns jemals leisten konnten.